Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und heute machen wir Pancake Art Challenge Teil 2. Yes, wir hatten ja den ersten Teil schon gemacht, da haben wir SpongeBob und viele andere Dinge gemacht. Genau. Mit hier gefärbtem Pfannkuchenteig. Yes. Wir machen das dann so, zum Beispiel wir sagen jetzt, wir müssen jetzt ein Auto machen. Dann holen wir uns ein Bild, wir beide dürfen drauf gucken. Und wer das beste Auto damit mit den Pfannkuchenteigs hier zeichnet, gewinnt die Runde. Ihr entscheidet dann pro Runde, wer gewinnt. Ihr schreibt in die Kommentare, erste Runde Marvin, zweite Kelvin oder was genau. Auch immer, wie ihr halt abstimmt. Ja. Wir machen so ungefähr 4 Symbole insgesamt, ja, oder? Vier Runden, würde ich sagen. 4 Runden? Ja, bin mal gespannt, wer der bessere Künstler ist. Yeah. Sehen wir unsere Pfannen. Genau. Müssen wir noch eins sprayen. Fett haben wir hier. So, was nehmen wir als erste Figur? Sollen wir als erstes ein Emoji nehmen oder was weiß ich, so das Alltags, einen Hund zeichnen? Oder was gibt's noch? Auto. Okay, als erstes machen wir ein Cartoon-Auto. Hier das Bild eingeblendet. Ja, das gilt es jetzt nachzumachen. Genau, so ein rotes Auto. Okay, würde ich sagen. Wer es besser hinbekommt, gewinnt. Ja. Erstmal einfetten die Pfannen. So, diesmal hat auch jede Farbe. Genau. Wir haben jetzt leider kein Weiß, aber egal. Kriegen wir es schon hin. Yes. Und ja, da ist ja nicht mal Weiß drin. Perfekt. Stimmt. Okay, bist du ready? Und? Let go. Jo. Ich muss ein bisschen die Hitze anmachen, weil das vermischt sich schon so. Scheiße. Ja, ist doch ein Vorteil, wenn man ein bisschen heißer macht. Okay, ich mach ein bisschen. Scheiße. Egal. So. Viel zu viel. Nur richtig flüssig. Ja. Machen wir hier maximal alle. Ich muss jetzt mal hier reinkommen, ey. Gar nicht so einfach. Nee, man, tatsächlich so einfach. Ich schau jetzt auf die Umrisse. Ja, dann macht man schon voll im Modus mit dem Umriss. Okay, jetzt muss ich noch braten lassen und ist mein Dings eigentlich fertig. Und es zählt nur, welches umgedreht besser aussieht. Ja, umgedreht, von dieser Seite. Genau. Das war echt am Ende. Ja, bin mal gespannt. Ja, egal, mal schauen, was wird. Ja. Brutzeln lassen, dann umdrehen. Okay, wir können langsam umflippen. Ja, da darf man nicht zu sehr verbrennen. Okay, ja. Ich mach zuerst. Okay. So. So ready, Junge. I'm ready. Okay, Marvins. Pancake. Einen Moment. Boah, das wird hart. Schon zu fest oder was? Nein, aber ich hoffe, der fällt nicht auseinander. Ja. Musst du gut mit beiden nehmen, auf jeden Fall. Oh oh. Und go. Oh, Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Oh. Das sieht aus wie ein verbrannten Auto. Scheiße. Okay, das ist mein Auto, Leute. Jo, hoffe man erkennt. Okay, das Flippen hat ja gar nicht geklappt. Okay, mal gucken, wie es bei mir wird. 3, 2, 1, das schon mit einem. Oh ja. Naja, also sieht jetzt nicht gut aus, würde ich mal behaupten. Ja. Schön ist was anderes, ne? Ja, sagt mal, welches ihr besser findet, Leute. Okay, so sieht es eigentlich ganz hübsch aus bei dir. Ja. Das ist mein Auto, Leute. Ich würde sagen, so müssen wir es immer machen. Okay. Das ist Kelvins. Ihr entscheidet jetzt. In die Kommentare, für wen ist die erste Runde, dann gebt ihr die Punkte. Ja. Und auf geht's zur zweiten Runde. So, als nächstes der Kackhaufen-Emoji, Leute. Genau, da kann man ja. So, hier nochmal ein Bild eingeblendet. Wir haben jetzt kein Weiß, leider. Das sollen wir anstatt Weiß nehmen. Dieses Gelb. Oder dieses Braun hier. Ah, nee, ist ja Braun brauchen wir. Ja, müssen wir Gelb anstatt Weiß nehmen. Den nehmen wir jetzt anstatt. Genau. Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch für den nächsten Teil, dann haben wir auf jeden Fall auch Weiß am Start, das haben wir jetzt total vergessen. Ja, Mann. Und ich würde sagen, jetzt Kack auf ein Emoji. Let go! Oh. Okay, ich muss tricksen. Ja. Nein. Oh. Okay, der Mund ist nicht so nice bei mir. So. Okay, bin ich schon gespannt, oder? Ja, Mann. Ich muss nur noch das Braun reinklatschen. Okay, ich bin jetzt auch fast soweit. Okay, gib mal Pfannenwender. Kannst du gleich mal flippen? Ich glaube, ich flippe meinen langsam. Brauchst du schon. Wie das gute Ding aussieht bei dir. Ready? Und go. Oh, wow. Der sieht nice aus, Alter. Geht's.
Sieht ein bisschen aus wie ein Geist, eher. Ja, eher wie so ein Geist, ne? Ich glaube, unsere beiden sehen aus wie ein Geist. Ja. Aber Respekt. Hm, okay, okay, okay. Warte, ich flippe ihn jetzt. Und. Oh. 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 Okay. Sieht relativ clean aus. Ja, sieht nice aus. Ich glaube, ich zerstöre ihn jetzt nicht zu sehr, warte. Ja, hier noch was zurück. Ja, meine sieht echt aus wie so ein Geist, nicht wie so ein Haufen. Also ich muss sagen, meine sieht auch ein bisschen aus wie ein Geist, ehrlich gesagt. Aber... Ja, ich finde deinen, glaube ich, ein Tick... Aber was? Ja, schwierig. Leute, ihr entscheidet. Ihr entscheidet. Ich kann auch nicht dazu sagen. Jeder hat seine auf eigene Weise. Ja. Runde 2. Schreibt den Namen, für wen die Runde ist. Yes. So, als nächstes der Kuss-Emoji. Genau, der hat sich eingeblendet. Kleinen Mund, dicke Augen. Alles klar. Schauen wir, wie wir das hinbekommen. Ja. Wird lustig, Mann. Okay. Okay, okay, okay. Ah ja, mein Fetten. Auf die Plätze, fertig, los! Oh shit, nein! Warum fließt das da so? Bisschen stärker machen, so. Ja, du willst schon so die Gesichtszüge und so machen. Ja, der Mund ist verkackt ein bisschen. Ich versuch's auch noch. Ist eigentlich eine 3 nur, wenn du guckst. Es ist nur eine 3. Oh ja. Oh, man muss einfach nur 3 machen, Bruder. Viel zu kompliziert, Leute, gedacht. Hier ist der Moment, wenn man einfach so realisiert, ist es einfach nur eine 3. Oh Mann. Und da ist ja auch. 3. Okay, mein Herz ist auch kein Herz, wirklich. Nein! Jetzt verkacke ich mein Herz komplett. Scheiße! Nein! Egal. Okay, warte, jetzt alles nur noch gelb ausmalen. Du hast recht, man kann ja einfach drüber machen, ne? Ja. Yeah. Und dreht das hier um. Das andere ist ja eh schon angebracht. Ich schieb mir immer vor den Film mit so ausmalen. Ah ja, stimmt. Nee, nee. Und man denkt auch, man riskiert es, aber... Ah nein, aber man darf die Augen nicht ausmalen. Scheiße. Nein. Hast du da Lücke gelassen? Ja, Mann. Oh. Da gibt es was Punkte. Hatten wir nochmal Chancen, aber kommt auf euch an, wie ihr bewertet. Die Runde gewinne ich, Leute. Nein. Okay. So, alles brutzeln lassen. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir beide haben eine Sache verkackt. Mal gucken, was am Ende besser aussieht. Na, willst du schon wenden? Okay. Okay, ich bin ready. Die Kamera, Brudi. Wir müssen das Geschehen mit. Das riecht doch so lecker, ne? Ja, man kann es ja essen, das ist ja echt eine Lebensmittelfarbe. Ja. So, ich flipp jetzt. Und bist du bereit? 3, 2, 1 und. Wow. Warte, wo ist mein. Ah ja, warte. So, ah ja, ist jetzt verkehrt herum, ne? Ey, ist jetzt spiegelverkehrt. Sieht okay aus, oder? Ist schlecht aus, Digga. Ja, geht doch. Also Leute, was sagt ihr? Das hat das andere auf die 3, du hast gedacht, was? Ja. Ey. Ist halt in die Richtung jetzt. Ich muss sagen, Pops, wirklich. Ja, gar nicht schlecht, ne? Und schauen wir mal hier rein. 3, 2, 1. Go. Und? Wow. Oh. Wow, Alter. Das ist auch krass. Ja, wie gesagt, nur am Auge habe ich verkackt. Dein Herz ist halt auch krass. Boah. Leute. Ich feiere meine auch und du feierst deinen, glaube ich, auch, ne? Ich feiere beide eigentlich. Ich feiere beide. Ne, die sehen echt gut aus. Bei mir ist ein Auge halt verkackt, bisschen das linke. Bei mir ist das hier, die Pupille habe ich leider... Nicht ganz. Leute, ihr entscheidet wieder, ich kann wirklich wieder nicht sagen. Könnte auch sein, dass er zwinkert. Ja. Wie gesagt, Leute, ihr entscheidet. Als nächstes machen wir ein Melonenstück, würde ich sagen. Genau, wir haben noch viel Rot hier. Genau, da sind noch ein paar Kerne drin und außen ist auch noch grün. Also auch so Emoji-mäßig. Genau, Melonenstück, beziehungsweise Melonenhälfte sogar. Yes. Und, ah ja, nochmal einfetten. Einfetten nochmal. Eine Melone. Melonenstück. Let's go. Ah, du nimmst braun quasi für diesen... Yeah. Ich hatte auch überlegt, welche Farbe nehme ich da? Eigentlich pink, aber... Vielleicht nehme ich sogar gar nichts. Nehme in Kauf, dass ich das nicht einhalte und hoffe, dass Leute besser bewerten. Okay. Warte mal, man kann ja einfach so durch. Okay, jetzt brutzeln lassen. Mal gleich umdrehen. Yes, boah, jetzt sieht das so voll beschissen aus. Also bei mir zumindest. Mal gucken, umgedreht. Okay, Pulle, Pulle, dann sehen wir das Ergebnis. Ich bin mal gespannt, wie ihr abstimmt, Leute. Ich bin auch gespannt. In den Kommentaren. Willst du zuerst oder willst du zuerst? Ich glaube, mir egal. Ja. Ich glaube, ich bin ready. Ready? So, ready to flip. Hauen wir mal rein hier bei dir. Es läuft. Leute, Marvins Melone. Meine Melone. Zitrone. Oh. Warte. Ich muss. Okay, ready, go. Wow. So sieht die aus, sieht Leute. Echt gut aus, Digga. Ohne Scheiß. Schöne Melonenhälfte. Man sieht es Melone. Hast du echt okay, in einem durch. 3, 2, 1 und... Oh, sieht auch sehr saftig. Da wird man direkt rein, also sogar diese... Alter. Eine Melone ist ja so dunkelgrün-grün. Das
Ach wegen so. Dem Gebratenen ist das jetzt gerade bei dir so. Ey, das sieht richtig saftig aus. Das ist echt saftig, da will man eigentlich reinbeißen. Ja, Mann. Oh. Ich muss zugeben, dein ist ein bisschen besser. Ich habe mit diesem Braun ein bisschen verkackt. So, ja. Also ich persönlich finde deine jetzt besser. Leute, danke, ihr danke. Entscheidet natürlich. Ja, ihr entscheidet. Schreibt in die Kommentare. Ich meine, jetzt hast du saftig, dass ich da Bock auf reinzubeißen. Ja, und also. Beiß jetzt auch mal schön da rein, Alter. Abschmecken. Nein, ich schnauze fast. Ja, ist noch heiß. Ich aber wir heiß. Können ja nochmal zeigen hier alle. Wir hatten jetzt hier eine Melone. Melone. Emoji. Kuss-Emoji. Kackhaufen-Emoji. Genau. Und das Auto. Und das Auto. Boah, das Auto ist schön knusprig. Hm, ah ja, ist ja abgekühlt. Schmeckt ja mal ab. Schmeckt eigentlich an nichts, ne? Mm. Ja, Pfannkuchen. Leute, ein Auto kann man nicht mal gönnen. Ja, Mann. Boah. Richtig lecker. Mm. Noch Puderzucker drauf, dann wäre das überlecker. Ey, aber echt ein Pfannkuchen-Geschmack. Ja. Ich dachte jetzt mal gar nicht. Ja. Lecker. Dann gib mal einen Daumen hoch, wenn ihr Bock auf Pfannkuchen habt. Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall, das war's mit der Pancake Art Challenge 2. Dicken Daumen hoch, wenn wir einen dritten Teil machen sollen. Und dann yes. könnt ihr auch noch unter dieses Video schreiben, was für Symbole wir dann machen sollen. Mm-hmm. Genau. Ansonsten, Leute, folgt uns auf Instagram. Einmal hier MarkFit und hier CalvinFitty. Folgt uns auf dem neuesten Stand. Wenn was ist, Updates, frische Bilder, folgt uns auf jeden Fall. Instagram, wichtig. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Erster Link in der Beschreibung. Wir rocken aktuell wieder die Hoodies. Ist manchmal ziemlich frisch, deswegen. Genau. Checkt's ab, Leute. Und noch schöne Grüße an Swami. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch was gegrüßt werden wollt, müsst ihr uns einfach abonnieren. Direkt auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, damit wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, mit ein bisschen Glück blenden wir hier wieder an und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace!